Dann geht's heute weiter mit. Hier ist eine Lücke. Ja, die, wir müssen, siehst du da vorne den Turm? Ja, genau, da ist eine Lücke im Zaun. Da bin ich doch letztes Mal drauf gelandet und da müssen wir doch auch irgendwie, da müssen wir irgendwo rein. Da hat das eigentlich relativ gut geklappt. Müssen wir denn jetzt den Code und so auch nochmal holen von den Piloten oder müssen wir jetzt nur. Wahrscheinlich komplett. Ja, steht auch da niedrig einfliegen. Also wir sind offiziell nicht angekommen. Hier bin ich nämlich letztes Mal auch durch, genau. Durch diese Zaunlücke. Okay. Weil ich sehe da, wie gesagt, ich sehe das ja nicht. Käffner-Tüten nehmen. Der Markus wieder am Losrennen. Wir laufen ja, genau. Niedrig einfliegen. Markus, der geht, brennt. Ja, da unten war doch nichts los. Naja, so viel würde ich jetzt da nicht sagen, weil direkt da vorne ist nämlich ein bisschen was. Genau, wir sind jetzt mal über den Turm hier rein. Ja, aber wir sind dann aber trotzdem hier rein. Ja, ja, ja. Und dann sind wir hier ganz links durch. Genau. Und dann hinten durch die Häuser rein da. Ja. Gut, diesmal wissen wir, wie es hoffentlich funktioniert. Wenn wieder, bei den Mädels ist die Mission übrigens noch nicht aktiviert, warum auch immer. Ja. Ja, könnt ihr die vielleicht nochmal erneut aktivieren? Also einmal abwählen und dann nochmal erneut aktivieren? Das müsste Kev machen. Was? Weil dann kann ich da nämlich nochmal beitreten, dann sehe ich das nämlich auch. Wir müssen wahrscheinlich zu dem Punkt dort vorne. Ja, ich sehe den Punkt nicht. Der ist gerade zu, 340 Meter. Aber da kommen wir, glaube ich, eh vorbei an dem Punkt, also alles gut. Ich schleiche jetzt nicht hier da rein, hier sind wir erstmal. Ich schleiche jetzt sicher nicht zu dem Punkt, wenn da alles wieder angezeigt wird. Wir müssen so gleich da hinten, ja. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann nicht sehen, wo wir hin müssen, das ist das Problem. Kann ich den markieren, den Punkt? Ja, wenn du den nochmal abwählst und nochmal neu anwählst, dann kann ich da, glaube ich, beitreten. Ja. Genau, jetzt genau. Siehst du was? Ja, jetzt sehe ich den Punkt auch. Okay, das meinst du. Ja, ja, alles gut. Genau, das meintest du mit, ich soll das machen. Okay, genau. Gut, passt das ja. Genau. So, also so, wir schauen mal. Ich gehe mal mein Scharfschützgewehr raus. Sicher, sicher. Ja. Unsere vier Chaoten sind mal wieder auf Schleichmodus. Ich glaube nämlich, der Dings war eh in die Richtung hier, der Pilot, wenn ich mich recht entsinne. Der war eh hier runter. Ja, irgendwie so war der. Na gut, aber jetzt wieder da ist, ne? Ist halt die große Frage. Vor allem die Spielersuche läuft. Ja. Die wird oben immer noch angezeigt. Da rechts steht einer. Ich mach den mal weg hier links, ja? Ja, genau, ich meinte auch links. Das andere rechts. Ist das schon Markus? Das war das Frauen links. Was ist mit der Flugabwehr? Die ballern uns vom Himmel. Wir sollten die Generatoren lahmlegen. Generatoren? Ich wollte mal versuchen, da vorne die, da Dingen auszuschalten, dass wir die Drohne starten können, weißt du? So, erstmal die Waffe wegnehmen. Weil noch können wir keine Drohne starten. Soll ich mal eben versuchen, da den Störsender auszuschalten? Wenn du das schaffst, ja. Wenn das unbemerkt geht, ist. Ja. Ja, warte, da laufen gerade welche her. Ich warte eben, bis die weg sind. Oder ich guck mal eben, wo die herlaufen. Und dann komme ich da nämlich hin und dann komme ich wieder zurück. Müsste funktionieren. Da vorne steht einer, Markus, siehst du den? Kann man den ungefähr? Den habe ich schon markiert. Okay, kann man den ungefähr dann ausschalten? Oder soll ich sie in überlassen? Dem kleinen Turm? Ja, ja, ja. Ich stehe hinter dir quasi nur. Ich sehe die gleiche Situation wie du. Also ich weiß den nicht. Da. Wir können es ja mal probieren. Okay. Auf den Kopf direkt? Willst du oder ich? Ich versuch's. Dann mach mal. Also ich so, jetzt könnt die Drohne starten. Hab ihn. Dann starte ich mal meine Drohne. Hier ist noch einer. Ja. Müssen wir aber auch aufpassen, die können sie ja auch entdecken, ne? Die können sie ja auch sehen. Ich weiß, die Leichen. Na, nee, die Drohnen. So, ja, ja. Hier ist einer. Ja, und hier vorne zu den großen Hallen, da müssen wir hin. Ach nee, wir müssen direkt in den Heli. Hier, die Frage ist, ob ich den auch hole, ob die direkt einen Kopfschuss überleben trotz Helm. Weil ich hätte einen Offizier, der links steht.
Nee, vergiss es, den lasse ich stehen. Da sind zwei gepanzerte, ich weiß nicht, wie weit die Nadel dran sind. Also auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall direkt zum Heli. Mhm. Also hier direkt vor uns ist der Generator, den könnten wir erstmal abschalten, oder? Den, ja. Wenn du kommst, du dran? Na, hier könnte ich links einen ausschalten, aber da steht vor dem Generator auch noch einer. Und da kommt, glaube ich, gerade eine Fünfertruppe auf uns zugelatscht, oder? Kann das sein, dass die in unsere Richtung gelatscht haben? Ich weiß es nicht. Die ich da markiert habe? Ich habe nämlich einige mal markiert. Es sind zwei auf jeden Fall. Warte mal. Verdammt, wir sind zu spät. Markus, geh mal in Deckung, bitte. Da kommt sind zwei Leute. Vor uns. Ja, da in dem Container, weißt du? Ja, ich hänge mittendrin in dem Container. Ich muss das eben hier nicht beobachten. Da sind die zwei anderen Heinis da, ja. Ja, die Frage ist aber, ob die den Helmschuss überleben. Man könnte theoretisch beide ausschalten. Die Helme sind, die schützen nicht. Oh, runter. Wir bleiben unten, Markus. Komm mal ein bisschen rein mit. Weil da kommen drei Leute über dich. Ah, nee, das ist Distance, das ist gar nicht Markus. Entschuldigung, ich habe nur was hinter mir gesehen. Das sind drei Leute, die jetzt über die Straße kommen bei uns. Markus, links, okay. Ich dachte, was ich da bin. Wir wollten hier vorne wieder in die große Halle wie letzte Mal. Ich halte jetzt mal. Oder kriegt ihr den Generator ausgeschaltet? Jetzt ja, nicht. Aber da kommt gerade eine große Fünfergruppe über die Straße gelaufen. Ich sehe schon. Ich muss hier mal irgendwie weg. Wir müssen es gerade komplett irgendwie bedeckt halten. Ist die Frage, wo die jetzt herlaufen? Da kommen die Straße runter? Ja, die kommen. Ja. Ich muss hier mal eben ein bisschen in Deckung gehen. Die laufen eigentlich straight die Straße lang, ja. So wie ich das gerade sehe. Achso, da hängt Markus. So, ich bin jetzt hier in dem Container. Aber da hinten ist halt noch einer, ich leg mich mal hin. Ja, gut, wie gesagt, ich könnte den einen halt ausschalten, aber der hat einen Helm auf. Der Helm hilft, das ist egal. Ist das egal? Kopfschuss überlebt er nicht? Nee. Eigentlich nicht, nein. Okay. Das ist nur die Frage. Es wäre ja ganz sinnig. Oben auf dem Weg steht ein Scharfschütze. Ne? Hab ihn. Scharfschütze auch down. Den Generator würde ich gerne ausschalten. Ja, aber da steht auch noch einer. Vorsicht. Ja, deswegen. Generator? Was ist denn ein Generator? Der Blitz auf der Karte? Der Blitz auf der Karte. Mhm. Direkt vor uns. So. Direkt auf der anderen Straßenseite das Teil hier. Die vier stehen da hinten noch an der Straße am Ende. Wie gesagt, wir könnten auch hier rechts an die Straße runter wieder in die große Halle wie letztes Mal. Das hat ja ganz gut funktioniert, ne? Ja, ich würde nur trotzdem, wie gesagt, erstmal gerne hier schnell noch den Generator, ne? Den Generator ausmachen. Warte mal ganz kurz, ich muss mal eben gucken, wo die anderen beiden dahin laufen. In welche Richtung. Den habe ich. Den hast du schon? Okay. Ja, dann. So, Strom ist aus. Okay. Weil die haben nämlich gerade eben gesagt, dann können nämlich die Flugabwehr nicht mehr uns abschießen, wenn wir mit dem Helikopter raus sind. Die zwei, die da gerade laufen, das sind doch die zwei, die wir das letzte Mal so umschifft haben, ne? Sind das nicht die keine, beiden? Ja, keine, genau. Keine. Die war dann im Nachhinein ausgeschaltet haben. Wo wir sie eh wirklich gebraucht haben. Ja. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Halle. Wenn wir da jetzt in die Halle gehen... Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Ich würde nicht meinen Arsch drauf verwenden. Also ich habe tatsächlich... Für mehrere. Die Vierergruppe, die kommt wieder zurück, nur zur Info, ne? Was machen wir denn jetzt? Ich würde fast sagen, abwarten. Ja, wir sind jetzt hier im Gebäude, also sehen können die uns nicht. Theoretisch nicht, ne? Ich weiß nicht, wie sie kommen, ne? Wenn sie dann jetzt Richtung hier die Gebäude gucken, dann haben wir nämlich ein dickes Problem.
will mich mal da hinstellen, damit ich ein bisschen mehr Sicht habe. Pass auf, auf der anderen Seite sind noch die beiden, die da wandern. Mhm. Ach, hier kommen noch, sieht noch, ja. Da kommen jetzt wieder die vier drüber. Was ist denn, wenn wir jetzt da in die linke Halle wieder rübergehen? Da ist ja gerade freie Bahn, ne? Ja, können wir schnell machen. Es ist auch gerade sehr gut, dass wir da weggegangen sind, an der Ecke. Ach, der Scharfschütze da oben noch, ja, okay. Da steht noch einer. Ja, bitte was? Hallo? Wieso lässt man mich alleine? Weil du nicht zuhörst. Doch, ich hab zugehört. Ihr wolltet ja immer irgendeine Halle. Dann halt, weil du nicht reagierst. Vielleicht. Dankeschön. Ja, das setzt gerade ich mir immer an. So. So, ich komme jetzt. Jetzt können wir hier links die beiden können wir jetzt nicht ausschalten, weil da die anderen beiden von rechts kommen. Ja, müssen wir warten, bis die wieder weggehen. Müssen wir warten, bis die rum sind, dass wir vielleicht erst die da jetzt rechts laufen, von hinten ausschalten, um dann die anderen beiden oder die anderen auszuschalten, ne? Ja, stimmt, dass wir erstmal die beiden Wanderer ausschalten, ja. Ja. Die Wanderer, dann könnte man die vor uns ausschalten und dann die beiden am Heli. Mhm. So. Na, ich glaube, am Tor stehen direkt in die Richtung, in die sie gleich gucken werden, ist, glaube ich, nicht so gut. Ich schicke gerade meine Drohne nochmal los. Kev schmeißt ein Paket um sich. Ja, ich baue mich hier zu. Mich sieht man nicht. Wie so bei so einem kleinen Kind so Kissenburg bauen. Naja, ich war wieder aus auf welchen Kissen. Keine Sorge. Aber ich glaube, wenn wir die jetzt hier vorne gleich ausschalten, wenn die kommen, dann sollte der am Tor sollte die nicht sehen. Man kann das probieren, halt, ne? Da oben ist auch noch ein Scharfschütze, fällt mir gerade auf. Den habe ich gerade auch noch markiert. Darf man den ausschalten? Die laufen irgendwie anders. Sind die nicht sonst nur direkt hier vor der Halle lang gelaufen? Eigentlich schon, ne? Ich würde den Scharfschützen ausschalten sonst gerne. Da sind sie. Ja, nur wenn du... Soll ich den hinteren nehmen? Und wenn du den jetzt verfehlst, warte, ich komme mal eben ein Stückchen hier hin. Wen jetzt verfehlen? Den Scharfschütze oder was? Du willst den hinteren nehmen, warte mal. Also. Ich würde aber lieber warten, bis die stehen. Ja, wenn die stehen. Oh, die kommen zurück. Die drehen. Aber ich wollte gerade sagen, zieht euch ein bisschen raus. Aus der Ecke. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn du da oben den Scharfschützen ausschaltest. Sollen wir die jetzt von hinten irgendwie? Oder wie wollen wir das machen? Reinschleichen, wegmessern? Nee, das ist zu gefährlich. Ich meine, wir könnten jetzt auch erstmal die anderen beiden da hinten ausschalten, ne? Noch ist genug Platz, die stehen ja. Ja. Ich hab den rechten. Du hast den rechten, warte. Ja. Moment, zwei Sekunden. Ich hätte jetzt den linken. Okay. 3, 2, 1. Schön. Der Tango ist hin. Ja. Und wenn wir jetzt schnell die anderen beiden am Heli ausschalten, könnten wir zum Heli und weg. Na dann. Machen wir das so. Wenn er das schafft. Klar. Ich hab den rechten im Blick. Oh, warte, ich werd grad gesehen. Moment, geht nicht. Ich werd gesehen. Muss ein bisschen weg hier. Das Blöde ist, ich muss ein bisschen weiter vor, um den rechten zu, um den linken zu kriegen. Warte. Ich glaube, der rechte kommt auf uns zu, oder? Der eine, den habe ich im Visier zur Not. Kannst du den rechten jetzt ausschalten? Wer jetzt? Der sieht mich. Soll ich den rechten? Hab ihn. Jetzt schnell den rechten. Den linken meinst du? Oder ist das der linke? Ja, irgendwer hat jetzt einen ausgeschaltet. Der am Flieger stand, weil du meinst gerade, der sieht dich. Den habe ich auch schnell zum Heli. Ja, dann kommt. Komm. Schnell. Leute. Jetzt bloß rein da.
Alle da? Ja. Ich sitze. Ich gehe mal weg von der Dings, von der Waffe, das kann nur nicht gut gehen. Alles gut, wir sind drin. Alles. Ihr wimmelt es überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Nicht so hoch. Durch, wenn man tief genau. Fliegt. Ja, wir müssen hier in den Canyon. Geh runter, Hans. Ja, ich bin schon dabei, der ist halt sehr träge, ne? Hm? Finden wir es ist aus. Sehr, sehr träge. Du weißt ja, wie du fliegen musst, du hast es jetzt schon gemacht. Ja, so ungefähr. Das Blöde ist, der Heli, der ist halt so träge, ne? Hm. Das ist ein Transportheli, der voll ist mit Uran. Mist, die sind überall. Ist das zu früh für, hab ich doch gesagt? Wir müssen irgendwas antworten. Und was? Sag denen, wir liefern Pizza. Das ist nicht Hollywood, Schwachkopf. Oh. Ja, ich muss hier ein bisschen, bisschen langsamer mal machen. Dadurch, dass wir den Generator ausgeschaltet haben, geht's. Ich weiß auch nicht mehr genau, was jetzt da war. Weißt du, ich hab Griffin gesagt, ich finde raus, wie man das Ding fliegt. Ich hab einen Flugschein. Aber nicht für Helis? Wie schwer kann das sein? Oh, das ist meine schwieriger wahrscheinlich als ein Flugzeug. Vermute ich mal. Wir haben die halbe Unit angerufen, um uns aufzuhalten. Oh, oh. Ach ja, genau, da war ja was. Ich darf schießen? Ja, doch, die müssen, ja, die können wir jetzt erschießen, ja. Bring ich die Raketen dahin? Warte mal. Außerdem wollen wir nicht halb. Ich jetzt links. Wo müssen wir denn? Ich sehe nicht, wo wir hin müssen, ist das Problem. Ah, so gehe ich an die Kanone, gut. Aber die haben halt auch nur bestimmte. Ich muss zurück ins Gebiet, ich habe nur das Problem, ich sehe auf der Karte nicht. Ach, da müssen wir hin. Ich kann leider nichts machen, weil ich nicht ein Problem haben. Ich könnte ein Problem haben. Ich bin zu hoch. Das tut mir leid. Scheiße. Ich müsste. Das tut mir leid. Bitte, jetzt hoffentlich nicht nochmal alles neu. Ich hoffe nicht. Nee, ist ja super. Dann war ich's diesmal. Ja. Ich war mal unschuldig. Ach, scheiße. Ich verkack mal nicht eine Version. Scheiße. Wollte nur jetzt. Das war mir jetzt neu. Ich wollte nämlich den Helis ausweichen, dass die uns jetzt nicht abballern. Mhm. Wie mit dem ganzen Ding abstürzen. Aber so schnell konnte ich mit dem Teil gar nicht mehr zurück. Aber eigentlich müsste jetzt nochmal ein Checkpoint gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste spätestens dann, wenn wir nochmal im Heli sind eigentlich. Da starten oder sonst was. Jetzt Einsatz, jetzt sagt der Einsatz viel, hä? Komisch. Was jetzt sagt. Ja, hat er eben ja auch. Oder dann hat er uns ja quasi wieder reingeportet. In den letzten Checkpoint. Oh, bei mir lädt's noch. Ja, 6%. 31%, jetzt geht er hoch. Beim nächsten Mal fliegt jemand anders. Nee, du hast das eigentlich gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja. Ja, das war echt blöd. Das Blöde war, der Heli hat jetzt, der hat die Fremdhelis anvisiert für die Raketen. Und während die anvisiert waren, habe ich halt geschossen. Aber die Raketen sind trotzdem dran vorbeigeflogen. Okay, wir sind wieder drin. Also da, wo wir letztes Mal auch gestoppt sind. In der komischen Hütte. Also wieder zum Helikopter. Ja, genau. Ja, juhu. Scheiße. Das ist doch scheiße. Mhm. Ja, ich finde es echt manchmal ein bisschen doof, dass die Checkpoints so schlecht gesetzt sind bei Spielen. Mhm. Ja. Ich werde jetzt nochmal das Gerät wieder ausschalten, dass wir die Dings setzen können, ne? Einen habe ich hier links. Wollte gerade sagen, es fällt ja nicht auf, wenn da neben rechts neben uns ein kompletter Übungstrupp steht, dass wir hier rumschleichen. Natürlich nicht. Siehst du doch. So, ich mache jetzt wieder da den Generator aus, ne? Dass wir die. Weil nicht den Generator, den Störsender, dass wir die Drohne starten können. Ich mache mich schon wieder auf den Weg Richtung Generator. Alles klar. Okay.